X1600 Serie mit 256 MB und DirectX 9.0. Festplattenspeicher, das Spiel benötigt 5 GB auf eurer Festplatte und damit ist das wirklich schon ein Spiel, das auch auf fast jedem auch schon vielleicht ein paar Jahre älteren Computer noch laufen dürfte. Und deswegen könnt ihr euch die Demo ja mal anschauen auf Steam oder auch bei anderen Download-Seiten eures Vertrauens. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wir auch schon auf dem Server, also auf unserer Website zum Download anbieten, die Demo zu Tropico 4. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Demo mal anschauen und die Vollversion, wenn das Spiel euch dann gefällt, dann auch vorbestellen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei einem weiteren Gameplay-Video hier auf eplay-tv.de. Das war's von Tropico 4. Ciao!